Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Team Projekt zusammen mit dem Chris. Moin. Und wir sind auch bei den historischen Rückblicken zum LS stehen geblieben. Ich das jetzt gerade gefunden habe mit dem LS 17, oder mit dem Setting. Zu geil. Und Betriebssystem Windows 7, Windows 8, Windows 10. Prozessor AMD Intel 2.0 GHz Double Core Arbeitsspeicher 2 GB Grafikkarte 1 GB Mammut. What the fuck, Alter? GeForce GTS. Los. What the fuck? 450 oder vergleichbar. What the hell? Einfach. Ja, aber das eine Spiel, den Landmaschinen-Simulator 2011, den müsste ich eigentlich da mal hier spielen. Ne? Wenn wir mal im Talk sind. Oder? Ja. Ist das hier nach der Aufnahme? Junge! Warum hab ich so verdammt? Weil ich gerade ein Thumbnail machen wollte, aber naja, bleib auf dem Schild. Das ist der Helfer, also bitte. Den ist eine fliegende Bedrohung. Aber eigentlich, wenn du die Grafik von dem Landmaschinen-Simulator 2011 das siehst, Alter, dann lachst du einfach nur, lachst dich einfach nur tot. Ich schwöre. Jo, wahrscheinlich krieg ich seinen Lohn voll. Da ist so eine Grafik auch schon nie gesehen, ne? Beschissen. Ja, gut, aber so nimmt es war halt Standard zu den Zeiten. Vor 12 Jahren. Tja. 12 Jahre. Ey, wo das scheiß Game rauskommt, bin dabei. Da war ich 3. Wann war denn das? 19. Januar 2011. Ah, da war ich schon 8 Jahre. Ja, 11. Ja. 8, 9, 10. Da war ich schon 8 Jahre alt. Warte mal. 8, 9, 10. Ne, 4 war ich sogar. Ich bin am 1.1. geboren. Alter, das muss ich mal geben, Alter. Alter, wenn du die Grafik siehst, Alter. Weil da auf der Rückseite sind nämlich Bilder von den von Fahrzeugen, wo da drin sind, Alter, du lachst dich so tot. Ja. War ja nicht früher, aber so anders. Stelle Personal ein, ein und manage dein Hoch. Nee, Gott, mein Personal ist einständiger. Fortschrittlicher wie LS22. Geil. Okay. Dritte Ladung. Honig. Die tun noch immer Kolk.
Ah, jetzt ist er fertig. 2400. Ja, und Kalk ist ja zum Glück nicht teuer. Ja, vor allem da gab es einen John Deere Quad. Ja, es gibt's. Im 17er, na, wo war das? Meinst du den Gator, ne? Nein, es gibt ja noch einen John Deere Ding auch noch, so einen komischen. So einen kleinen, ich war schon nicht den Gator, sondern was anderes. Also den kleinen Bulldog da außen. 15er war das, glaube ich. Irgend so was war noch. Bei mir war der so richtig klein und schnuggelig. Ich weiß, welchen du meinst. 20 abwechslungsreiche Missionen mit vielen originellen John Deere Fahrzeugen. Gibt's da überhaupt. Gibt's überhaupt so Jobs überhaupt noch da im Dings? Ah ja da. Ja. Also das muss ich ja mal denken. 20 nur! Ich stell dir vor, weißt noch die guten 17er Arbeitsaufträge, wo du zu jedem Feld einzeln hingehen hast müssen. Boah ja, Digga. Und dann sogar bin ich einmal gefahren, das war auf der Goldpress Valley, glaube ich, alles. Bin ich weggefahren, hab's weggetragen. Alles gerade gepasst. Dann will ich abfließen. Nein, es fällt nur 1% und es war nichts mehr auf dem Feld übrig. Ja. Da ist wahrscheinlich irgendein Gramm zusammengefahren, so gefühlt. Es war einfach nichts mehr. War schön, jetzt die Honigpalette auf die Kuchen draufstellen. Dann habe ich einfach kurz einmal in der Konsole ein bisschen was verändert. Und ja, du hast einen Gramm gefüllt. Na, passt nicht, da fällt was. Ja, und jetzt so im 22er so gefühlt, bis im 19er war es so. Ja, wenn ihr dasselbe halbe Feld so gefühlt abgeerntet hast, ja, passt schon. Den Rest kannst du halten oder du schließt auf. Ja. Weil die meisten Vollprofis haben natürlich abgeschlossen, Alter. Also Kraft haben das gerade beim Ernten. Halt beim Robbern oder so kann ich es verstehen, dass man einfach abschließt. Oder beim Düngen oder sowas, dass man sich einfach Geld spart, aber beim Ernten, da ist jeder gar mitgenommen worden. Ziemlich schon mir. Überhaupt, wenn es ums Gras geht oder um gehäckseltes Mais. Ja. Aber die Produktschlüsselschrift haben es immer noch die gleiche. Ja, Alter, da hat man nicht gewusst, ob das jetzt ein S oder was war, oder 5er, Alter. Oder irgendwas war ja, da. Die Nuller waren ja immer so schlimm. Ja, die Nuller. Na, da ist ja ein Strich durch. Und da ist nie dabei gestanden, ob man das mit Bindestrich eingeben muss oder ohne. Ja. Und dann immer eingetippt, verflucht nochmal, warum geht das nicht? Und dann habe ich einmal ohne probiert, ja, ohne geht's. Ja. Aber man tät nicht unten drauf schreiben ohne Verbindungsstrich. Ohne Verbindungsstrich. Ja, wäre ja einfach. Ja. Drei Verbindungsstriche einfach dazu schreiben, was? Ne, 4. Na halt 4. Weiß nicht. Auf jeden Fall genug. Der letzte Produktkey, den ich eingeben habe, war im 17er. Jetzt brauche ich alles übers Ding. Na, ich habe halt gerade die 17er Ding von mir eingegeben. Ja, die habe ich auch da irgendwo. Also, ah, da ist noch ein Demolished and Build Company Simulator. Habe ich gerade gefunden. Ja, vor allem, wenn man die Poster, wo du dazu bekommen hast, ey. So geil. Ja, ich habe schon Poster, aber ich weiß nicht, wo hinhänge. Ja, also. Ich hab die öfters mal immer offen gehabt, weil ich immer mal voll oft keinen Plan hatte, wo ich hinfahren muss. Weil da war ich so rückseitig ja immer die Karte gewesen.
Was ist überhaupt mit dem Justin seinen Rundumleuchten? No, no. Geht auf die Wette, dass sie auf den Kopf schnallen während dem Video. Keine Ahnung. Alter, das ist ja so cringe, Alter. Nimm sein Rundumleuchten und schalt es auf ein. Und dann immer so eine Regel machen, immer wenn einer sagt, mach Rundumleuchte an, immer Rundumleuchte an. Ja, das waren schon lustige Zeiten. Da habe ich mit ein paar Leuten gespielt, der war kaputt, aber irgendwie war es nicht, die wollen sie einfach nehmen. Da haben wir einfach, weiß nicht, das war zusammen, im 19er war das. Alter, da haben wir um 16er angefangen und um 6er auf Not haben wir aufgehört. Ich habe mir gedacht, ich glaube, ich spiele. Das ist echt das erste Mal richtig. Spät war es bei mir. Ich glaube, um 4 oder 5. So, man geht mehr als 10 Stunden an einem Tag, let's go. Weil ich hatte vorher meinen PC nämlich nach unten bei uns im Arbeitszimmer. Mhm. Und nicht bei mir im Zimmer. Und da bin ich da. Wenn ich halt wenn meine Eltern im Bett waren, habe ich mir mal untergeschlichen. Das war immer kommod. Ja, immer. Auf Arbeit geschlichen. Tschüss, ich gehe mal. Das Witzige war über uns im Arbeitszimmer von meiner Schwester das Zimmer. Ah. Aber die hat zum Glück zu mir gehalten. Ist die älter wie du oder jünger? Ja, die ist älter. 5 Jahre älter wie ich. Also 19 oder so irgendwas. Nein, 20. 20, ja, dann sogar 2 Jahre älter wie. Mut. Ich hab's ihr gehalten, sie halt zu mir. Gerade bei Scheiße bauen. Da halten wir zusammen. So, jetzt geht's mit dem vollgepackten 8 Tonner Richtung Supermarkt. Tage mal, das muss ich morgen schauen. Eier gerade noch auf dem Ruf lang. Irgendwo ist du halt da. Ah, da draußen, oder? Ach du heilige Jesus, Mariana. Von dem muss ich ein Bild machen, bleib stehen. Ja, ich hab schon bremst. Die lass ich mir mal da. Hä? Was ist? LOL. Will ich weiterfahren? Na, warte mal, bei mir spackt gerade LS. Ja. Bei mir dreht die Kamera immer im Boden, ne? Okay. Jetzt dann geht's wieder. Ich komm jetzt. Ja. Ich hab gerade die Dinge, Anleitung aufgeräumt. Ich muss mit seiner. Aber auf jeden Fall den Landmaschinen. Ey, ganz ehrlich, der wird wahrscheinlich in 2 Minuten so gefühlt runtergeladen sein, Alter. Weil der wird nicht viel haben bei der Grafik. So, warte, ich mach grad. Hobby, danke. Bitte. Alter, das wird. Das wird geil. Yeah. Sonst Helfer? Nö. Mm-mm. So. Komm in Fahrt! Eine Folge haben wir noch, dann ist die Aufnahme-Session beendet. Was? Neuer Weltrekord in der Viertelmeile. Mhm. 5 Stunden und 2 Minuten. So gefühlt. Haben sie gefühlt eine kleine Spannkunde mehr, du? Was? War es auch nicht, ja. Haben sie gerade irgendwie die Spannkunde gelöst, wenn man meint? Kann ich nicht blutern, es hat gerade gelegt. 8.000 Euro, circa ein Rund.
So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Schaut beim Herrn Kollegen vorbei. Und jo, dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.